So, hallo ihr liebe Leid. Das ist jetzt mein, ich glaube mein drittes Let's Play. Und ich zeige euch jetzt mal meinen Raum der Wünsche. Das sieht bei mir kunterbunt aus. Ich habe jetzt auch an der Kamerastellung ein bisschen rumgebastelt. Ist immer noch nicht ideal für mich, aber ich wäre besser. I improve. Wie der weltoffene Saarländer sagt, ne? Also ich bin hier im Raum der Wünsche. Da ist der Ingang. Muss vom Ingang aussehen. Und dann sieht das so aus. Und halt mit da habe ich gebastelt. Und an dem bisschen Farb gib. So, jetzt ist er richtig kunterbunt. Das ist also mein Raum der Wünsche. Da kann ich wie im echten Leben lauter Grün pflanzen. Ein bisschen mit der Kamera justiere, dass es nicht so verschwommen ist. So ein bisschen besser. Also ich kann lauter Grünzeug pflanzen. Das nicht so aussieht wie das echte Grünzeug, aber die haben sich ein bisschen mehr gegeben, so ungefähr. Also denken bloß nicht, dass das botanische Anleitungen sind. Das ist nur ein Spiel. Das stimmt nicht so ganz. Da gibt es ganz lustige Pflänzchen. Da gibt es zum Beispiel die da. Chinesischer Kaukohl. Hat, glaube ich, nichts zu tun mit dem chinesischen Kohl, denn er mal so mit dem China-Kohl hat das überhaupt nichts zu tun. Das sind nämlich Kampfpflanzen. Die kann man werfen und dann fressen die sich durch die Gegner durch. Ziemlich brutal. Jo. Hat aber was für sich, weil ich lieb das. Dann wird der Kampf nicht so laut, also nicht so mit Geblitze und hin und her geballert. Einfach in der hintersten Ecke irgendwo verdricke. Auf Desillusionierungszauber gehen. Und ein paar Kohlkäpp schmeißen. Ein bisschen warte. Ein paar Sekunden später sind die meisten weg. Die meisten Gegner. Da kann man in Ruhe weiter gucken. Das ist eine ganz besondere Pflanze, das ist die Venemosa tentacula oder Gifttentakel. Und die gibt es in echt auch nicht. Sieht so ein bisschen aus wie fleischfressende die Pflanze, gell? Die kann man auch zum Kämpfen benutzen, aber mit der habe ich mich vom Kampf her noch nicht so richtig angefreundet. Kommt vielleicht noch. Aber ich finde die imposant, wenn die da so wächst, ne? Sieht cool aus. Jo, da habe ich einen hüpfenden Topf. Der braut wahlweise immer wieder ein anderes Gebräu. In dem Fall ein Donnergebräu, mit dem man Blitz und Donner erzeugen kann, wenn man kämpft. Aber das benutze ich eigentlich auch nicht so oft, das Donnergebräu. Jeder hat wohl so seine Vorliebe und ich kämpfe sowieso. Nur wenn es mir denn nur ist und wenn es ganz dringend nötig ist, bin ich nicht so wild auf das Geballer. Und wenn dann mit Köpfchen und langsam und nicht drinrennen und gleich losballere, bin ich nicht so dafür. Ich habe auch schon Gegner leveln lassen, wenn es machbar war. Ne? Wenn ich dann so Desillusionierungszauber genommen und bin vorbeigeschlecht. Oder ich habe mal Bärse ausgepackt und drin drüber weggeflogen, weil, wie gesagt, wenn es nicht sein muss, muss man nicht unbedingt kämpfen. So, da habe ich meine Düngerproduktionsstelle. Kann ich dann Dünger aufsammeln. Die habe ich halt auch ein bisschen angemalt, damit es ein bisschen bunter aussieht. So. Und dann, damit dieses Let's Play nicht ganz zu langwert, zeige ich euch mal meine Tiergehege. Da habe ich inzwischen 3 Stück. Ich weiß durch die anderen Let's Plays, kommt wohl irgendwann noch ein viertes dazu. Habe ich aus Versehen gesehen. Hätte ich vielleicht auch nicht wissen müssen. Aber jetzt weiß ich es. Und ihr auch. Es kommt irgendwann noch ein viertes dazu. So, das ist mein Meeresgehege am Strand.
Da habe ich versucht, nicht ganz so viel Zeug als Deko hinzustellen und bäm nur eine Baumgruppe habe ich gemacht, ganz im Hintergrund, so ein bisschen mit einem knochigen alten trockenen Baum. Das erinnert mich so ein bisschen an Treibholz. Und da habe ich gedacht, das passt ganz gut. Ganz, ganz liebe Tiersche. Die kenne ich, wenn es geht, paar Mal die Woche besuche. Dann kann man die streicheln und nach dem Streicheln kann man die Fellhaare einsammeln. Und ich habe jetzt auch schon ein Baby. Da, ich habe ein Baby-Einhorn. Guck, ist das nicht süß? Mein Baby-Einhorn. Guten Tag. Ja. Ich könnte dich schon echt streicheln. Das geht in dem Spiel jetzt nicht. Aber ich kann einmal. Moment, ich kann die Bürste da zu meinem Set dazu packen, wenn ich mich nicht zu dumm dran stelle. Und dann kann ich es im Spiel bürsten. Das sieht doch aus, so aus. Ist manchmal ein bisschen kitschig. Also, ich bin ja kein Teenager mehr, ne? Ich muss das gestehen. Bin kein Baby mehr. Und was ich so kitschig finde, auch wenn es goldig gemacht und denkt, es ist, wenn man die birscht. Ich zeige das nochmal. Da kommen so kleine. Ne, das ist man nicht. Wahrscheinlich, weil ich erst die Haare sammeln soll. So, jetzt habe ich die Haare gesammelt. So, jetzt kommen so kleine rosa Herzchen. Oh, wenn ich 13 werde, hätte ich es vielleicht cool finden. So, dann habe ich da ein Knäsel. Ich steht mir ja eher als Luchs bezeichne, aber irgendwie ist das wohl ein Kniesel. Hat sehr viel vom Luchs optisch. Luchse sind schöne Tiere. Und ich glaube, man versucht die auch wieder in Europa heimisch zu machen oder so, aber sind selten wo. In Tiergehege kann man sie als noch sehen. Der Kniesel, der hat auch hohe Knieselfell, das man sammeln kann. Ja, mit dem Kniesel, mit den ganzen Tierhaare und Felle. Guck mal, wie die Fresse. Da habe ich da so eine Futterstation. Die schmeißt das Futter in die Luft. Und dann fangen die Tiere das auf und fressen das. Und schmeißen dann auch, wenn es gut gelaunt, so ein rosa Herz hier. Teenager müsste ich nochmal sehen, ob der das vielleicht schön finde. Jo. Wie auch immer, jetzt habe ich gerade fast alle Einhörner, die ich habe, um mich rum versammelt. Ich glaube, ich habe 4 Stück oder 3 Stück. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ne, ich habe bloß 3 und das Kleine. So 3 Erwachsene und ein Baby habe ich. Mehr Tiere passen bei mir ins Gehege, nicht mehr rein. Ne, Feierabend. Ich hoffe, die Aufnahme klappt. Dann habe ich eben so meine Kniesel und mein Einhornbaby. Und das Spiel ist ja eigentlich so konzipiert, dass man dort kräftig züchten soll, weil ziemlich schnell das Gehege voll ist. Dann soll man die Babys verkaufen, angeblich an einen besseren Ort, weil sie gefährdet sind durch die Wilderer. Aber das mache ich nicht, da komme ich mal selber vor, wie so ein Tierhändler, wie so ein Wilderer. Da muss ich mal noch was überlegen. Es kommt ja noch ein viertes Gehege, vielleicht reicht es dann. Also ich habe ein Baby gezüchtet vom Einhorn und dann war das Gehege voll und das war es dann. Da sind noch diese riesige lila Kröte. Die machen immer so schöne Quakgeräusche. Scheint jetzt relativ auf leise gestellt. Na, hört man es wahrscheinlich nicht. Die kann ich auch kraulen. Warum auch immer. Und die gehört dann Warze, die man sammeln kann. Und rosa Herzchen. Da rosa Herzchen müssen wir immer schmeißen, gell? Das Spiel ist ja irgendwie schon so klar. Da kann man rosa Herzchen schmeißen und gleichzeitig auf der anderen Seite alles kaputt ballern. Müsste ein bisschen ausgeglichener sein und vor allem im Leben angepasst, dass man dazu angeregt wird, gute und richtige, also für die Natur gute Entscheidungen zu treffen. Das fehlt in dem Spiel noch, aber wundert mich auch nicht, weil ich glaube, da fehlt es auch noch an Bewusstsein in viele Leute.
Das ist Wolkenschwinge. Das ist der Hippogreif, den ich in irgendeiner Quest gerettet habe und auf dem ich jetzt künftig reiten kann. Oder fliegen. Oder ich kann Bürste. Na komm, rosa Herz, ja genau. Da sind sie. So, dann zeige ich euch jetzt mal die Landschaft. In dem Tiergehege. Die ist so ein bisschen wirklich gemacht wie am Meer mit Strand. Also sowas finde ich ja schön, ne? Ein anderer Hippogreif lädt. Also es hat schon schöne Ansätze, das Spiel. Bisschen weniger Barbie. Also mit den rosa Herzchen. Bisschen mehr Naturverständnis. Bisschen weniger Killerei. Dann geht das so cooles Spielchen. Dann wäre es noch schön, würde ich mal wünschen, die Switch hätte bessere Grafik. Aber ich bin schon dankbar, dass die Switch überhaupt im Haus ist. Sei nicht dem Umstand zu verdanken, dass mein Mann vor ein paar Jahren gemeint hat, unsere Teenager bräuchte eine Switch. Ich habe gar nicht gewusst, was das ist. Jetzt ist die Switch im Haus und wer spielt damit? Die Mama, nicht die Teenager. Oder kann man durchs Wasser laufen? Manchmal platscht es auch ein bisschen wie im Wasser. Und dann kann man schwimmen. Also in dem Spiel kann man wirklich an ganz viele Stellen schwimmen. Wenn es tief genug ist. Und das finde ich so cool, weil am Anfang, wo ich das Spiel gehabt habe, bin ich ganz oft in den Gewächshäuser in dem Seerose Teich geschwommen um den Baum herum. Und das war so ein bisschen mentale Übung für mich, weil in der Zeit ist es mir eigentlich ganz schlecht gegangen. So vom Nervensystem her. Und richtig schwimmen gehen kann ich ja nicht, weil ich krank bin. Und das hat mir tatsächlich geholfen, weil visualisieren fällt mir auch schwer. Meins beim Aufstehen erst mal im Spiel schwimmen zu gehen. Deswegen finde ich das Spiel auch so cool. Ich kann nicht rauslaufen, leider. Aber im Spiel kann ich laufen. Und ich kann mir vorstellen, ich stehe jetzt in echt mach. Ey, und ich kann nicht kalt und wäre nicht nass und schneit nicht. Ich kann an den Strand. Also für mich ist das Spiel so ein bisschen mentale Unterstützung. Tatsächlich soll man gar nicht denken. Für manch andere Monsballerei sind, für mich ist das da so unheimlich wichtig. Für meine Seele. Wenn es jetzt noch echter Wind hat. Gut, da kann nicht alles sein. Aber das da war wirklich ein gutes Weihnachtsgeschenk, was ich kriegt an dieses Spiel. Ich kann jetzt meine Familie nerven. Die Mama spielt. Ich mache ja auch lauter Dummzeichen, gell, wenn ich so meine Videos angucke. Ich mache nicht so das Übliche. Ich schwimme einfach stundenlang durch die Gegend. Oder ich reite mit dem Hippogreif. Guck mal alles an. Oder, das könnte ich mal in meinem anderen Video noch zeigen. Vor kurzem habe ich den Verwandlungszauber gekriegt. Ich mache mal Spaß draus. Die Wölfe in Fässer zu verwandeln und weiter zu laufen. Meistens überlebe die das nämlich. Und ich wäre blitzend und den Verwandlungszauber zu verstärken, damit das irgendwie zur Waffe wird. Weil ich das so schön finde, die Gegner so treffen und sie überlebe es meistens. Und man hat dann ein paar Sekunden mehr Zeit, vor einfach wegzurennen. So schön. Jetzt bin ich ganz hektisch durch das Spiel gerannt. Obwohl ich das eigentlich gar nicht so mal, wenn die andere hektisch rennen. Aber ich glaube, das leider dort dran, dass ich noch nicht die richtige Konstellation gefunden habe, die Kamera und die Switch so zu positionieren, dass
meine Arme nicht ermüde. So. In diesem Sinne haben wir mal mein erstes Tiergehege kennengelernt im Raum der Wünsche. Und vielleicht kommt in einem anderen Video noch zurecht. Weiß man bei mir nie. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn ich kennt, hätte ich euch mit der Figur zuwink. Geht leider.